gerade, ich habe echt schon lange keine Videos mehr gedreht. Man merkt es, glaube ich, wie ich rede. Ja, ich fange mal an mit dem Jänner aufgebraucht. Ja, ich fange mal an und sage einfach mal nichts dazu. Ich weiß, ich habe mir extrem Zeit lassen. Tut mir eh voll leid. Ich weiß jetzt gar nicht, wann ich die anderen Videos drehen soll, weil das wird sich niemals ausgehen. Ja, ich habe eine Mundspülung aufgebraucht. Das ist diese grüne von der Müller Eigenmarke. Schaut auch total eklig aus, deswegen halt ist ein bisschen weiter weg. Ich habe jetzt eine andere und die mag ich überhaupt nicht, deswegen werde ich mir die grüne auf jeden Fall nachkaufen. Wenn mein Haul-Video gesehen hat, hat das eh gesehen. Das ist diese zum Schütteln. Dann habe ich leer gemacht meine Bio-Kamille-Reinigungstücher. Die mache ich eh immer wieder leer, habe ich mir auch jetzt wieder nachgekauft. So wie die Einwegwaschlappen, die ja eh nicht so interessant sind. Wenn du wieder was anstellst, Sparky, ich schwör's dir. Er sucht nämlich schon wieder so. Also ich glaube, er will schon wieder irgendwas anstellen. Dann habe ich meine Kokosnussreinigungstücher aufgebraucht von Action Markt. Ich liebe die. Ich liebe die. Ich habe mir die auch wieder nachgekauft. Wen hätte das gewundert? Dann habe ich die Biore No Stripes aufgebraucht und die gehen mir total ab. Weil die finde ich viel, viel besser. Das sind die schwarzen. Als diese Leoparden und Zebra und sonst irgendwas. Aber ich muss erstmal die anderen aufbrauchen, bevor ich mir die nachkaufe. Weil die sind relativ teuer. Dann habe ich ein... Ich weiß, das ist eigentlich ein Fußbad, aber ich habe es als Badezusatz verwendet von Alverde. Ich finde das aber ehrlich gesagt nicht so berauschend und das gibt es auch gar nicht mehr, weil das habe ich mir reduziert gekauft. Also ja, es war auch eigentlich nicht für das gedacht, wofür ich es verwendet habe, aber okay. Dann habe ich noch ein Badezusatz leer gemacht von Terra Naturi, den finde ich auch nur okay. Ich habe mir den auch nur gekauft, weil der um 50 Cent, glaube ich, reduziert war. Habe auch noch urviele von dem, aber so besonders finde ich ihn ehrlich gesagt nicht. Dann habe ich endlich mal einen Nagellackentferner leer gemacht. Ich habe schon ewig keinen Nagellackentferner mehr aufgebraucht und ich habe da so viele angefangen. Das ist echt abnormal. Ja, die Variante gibt es aber leider nicht mehr. Das war die Variante Lotus. Und es gab ja Lotus, Melone und Hibiskus und die gibt es schon ewig nicht mehr. Und ich habe noch den Melone zu Hause. Leider gibt es die nicht mehr, weil ich fand die wirklich gut von Aveo. Jetzt gibt es nur zwei verschiedene, einen mit Aceton, einen ohne und ich finde die Urfahrt. Was will man machen, oder? Dann habe ich ein Deo aufgebraucht und zwar ist es das Zuckerschnute-Deo. Das mochte ich ja urgern und das war, glaube ich, mein letztes. Oder, ja, ich habe keins mehr, glaube ich. Das war, glaube ich, mein letztes Backup. Ich habe jetzt nur noch die Duschgels und einmal die Bodylotion davon. Dann ist aus. Aber ich habe eh noch viel Duschgels, sehr viel sogar. Dann habe ich einmal von Freeman die Maske aufgebraucht. Ihr wisst ja, ich liebe die Freeman-Masken. Ich komme nur leider nicht nach Gernhausdorf. In meinen Urlaub wollten meine Cousine und ich fahren, aber irgendwie haben wir es nicht geschafft. Ja, eine Woche ist auch viel zu kurz, muss ich sagen. Vielleicht schaffen wir es im Sommer. Ich hoffe es, weil ich habe bald keine Freeman-Masken mehr. Dann hat der Jan mir in die Hand drückt ein Duschgel von ihm. Man sieht das leider nicht, weil das so schwarz ist. Das ist von My Burberry. Einer Mr. Burberry, heißt die Herrenversion. My Burberry ist die Damenversion und das ist die Herrenversion. Da ist sogar noch was drin, aber er hat gesagt, er kriegt das nicht raus. Er mochte das aber. Nur das Problem ist, das gibt es nicht mehr. Weil das war nämlich, ist nämlich dann aus dem Sortiment gegangen. Es hat aber gut gerochen. Ich finde den Duft von Mr. Burberry auch sehr, sehr gut. Also das war ein gutes Duschgel, aber leider gibt es das nicht mehr. Habe ich ihm eh beichtet, dass es das nicht mehr gibt. Dann habe ich aufgebraucht meinen Make-up-Entferner, das kennt ihr eh. Ich kaufe auch keinen anderen mehr nach, ich kaufe nur noch den nach. Da habe ich ja auch Gott sei Dank sehr viele Backups. Dann habe ich nochmal No Stripes von Biora aufgebraucht, das waren diese Leoparden, glaube ich, oder die Zebra, eine von den zwei. Aber ich finde die nicht so gut wie die schwarzen, ich weiß nicht warum. Oh, sollte ich mir mal wieder nachkaufen. Ich habe nur noch einen Augenbrauenrasierer und der ist beim Bett und der ist auch bald schon stumpf, also muss ich mir die wieder nachkaufen. Dann haben wir einmal Wattepads, normal, dann die breiteren, die viereckigen, die mag ich sehr gern. Ja, dann habe ich einen Nagellack-Schnelltrockner-Spray aufgebraucht, da habe ich auch viele gehabt und ich habe das vollkommen vergessen. Seit ich den neuen Kasten habe, den ihr da hinten im Hintergrund sehen könnt, wer mir auf Instagram folgt, hat das sicher mitbekommen. Wegen dem Kasten jetzt meine ich, weil das sieht man ja, weil es höher ist. Mein Freund hat ganz viele gefunden, also ich habe gar keinen mehr, weil einen habe ich, glaube ich, jetzt noch in Verwendung, der liegt da. Und einen habe ich noch als Backup, glaube ich. Und ich habe wirklich viele gehabt von denen. Die sind ja auch aus dem Sortiment bei Essence rausgegangen um 95 Cent, also was will man da mehr? Sie machen das, was sie machen sollen und ich würde mir aber die Aveo-Variante nachkaufen, weil die hält länger.
Aber ja. Dann habe ich eine Tuchmaske leer gemacht und die war wirklich gut. Die war so gut. Die hat so gut gerochen. Die habe ich von einer Freundin von mir geschenkt bekommen. Die war wirklich gut. Das ist ja von der Cream Shop eine Maske gewesen. Die Cream Shop Masken sind der Hammer. Und die war wirklich gut. Sollte ich die irgendwann einmal wieder im Tiki Max finden, werde ich mir die nachkaufen. Aber ich war vor kurzem in einem Tiki Max und ich habe mir nichts gekauft. Also, für das, dass ich schon lange nicht mehr war, ist das echt ein Hammer. Dann habe ich hier eine Maske von Freeman wieder aufgebraucht. Die habe ich sogar in groß, aber benutze ich nicht so oft leider. Weil die mag ich echt gern. Das ist so eine kühlende. Ich glaube, die werde ich eher wieder im Sommer mehr verwenden. Weil diese Einmalanwendungen, die gehen halt relativ schnell, weil das leichter ist. Oh ja, dann habe ich von Trestle Moon, da spucke ich gleich rum, ein Duschgel aufgebraucht und zwar das Coffee Cake. Also das Nutmeg Coffee Cake heißt das ja. Ich will nicht dran riechen, weil ich kann den Duft nicht mehr leiden. Ich habe das, glaube ich, als Seife zwecksentfremdet, als Duschbar zwecksentfremdet, weil ich den Duft nicht mehr mochte. Ich habe ja auch das sehr lange in Verwendung gehabt, wirklich sehr lange. Und es war echt anstrengend, das aufzubrauchen. Ich finde diese Trestle Moon Sachen oder Trestle Moon Sachen wirklich gut. Das Problem ist nur, dass die so lange halten. Ich meine, es ist eigentlich kein Problem, weil du zahlst 5 Euro für ein 500 Milliliter Duschgel und du kommst ewig damit aus. Eigentlich ist es nicht so schlecht. Aber ich habe noch ganz viele. Ich habe noch das Marshmallow, dann habe ich noch das Eisbonbon, ein Cookie, was mir meine Cousine von Deutschland mitgenommen hat. Also ja, ich habe noch genug Duschgel eigentlich. Aber das fand ich nicht so gut und ich glaube, ich habe auch ein Backup davon. Das fand ich nicht so gut. Es ist halt nicht so wie mein Marshmallow, wirklich nicht. Aber das Marshmallow fand ich super. Dann habe ich mein letztes Backup von dem Yves Rocher Peeling aufgebraucht. Von dem Vanille. Oh, sorry. Von dem Vanille. Und ich habe jetzt ein anderes von der Marke Saya oder Sayo, irgend sowas. Ich muss euch das mal zeigen. Ich habe es in irgendeinem Haul, habe ich es hergezeigt. Das ist urgeil, das Peeling. Das ist wirklich mega, das Peeling. Also wäre das schon mein Ersatz gewesen, weil die haben damals, glaube ich, auch 5 Euro gekostet und die jetzigen, das, was ich jetzt in Verwendung habe, kostet auch 5 Euro. Ja. Ja, also das war mein Liebling. Aber ich habe jetzt auch eins von Lush bekommen, von der Tanja zum Geburtstag. Und da bin ich auch gespannt, weil das hat sie mir einmal gezeigt, wie das funktioniert und das ist auch mega. Also, und das, was ich jetzt habe, das passt eher so zur Winterzeit, weil das sehr nach Schokolade riecht. Das riecht urgeil und es peelt voll geil, aber es passt halt jetzt zu der Jahreszeit nicht so ganz. Und ja, das finde ich, Vanille ging immer, aber ich werde auch nochmal dran riechen, bevor ich es weggebe. Boah, das war wirklich gut. Aber leider lasst die Froschee in letzter Zeit immer nur das auf, was mir gefällt. Und das nervt mich. Deswegen habe ich schon lange nichts mehr gekauft. Aber vor kurzem war ich wieder dort und habe ein paar Sachen gekauft und ja. Aber ich habe irgendwie nicht so mehr den Drang, weil die immer das auflassen, was ich mag. Und das stört mich. Dann habe ich einen Badezusatz aufgebraucht. Ihr kennt den. Das ist mein allerliebster Badezusatz von Dresdner Essenz. Ja, aber ich freue mich schon, wenn diese Winterdüfte jetzt alle mal weg sind. Dass mal die Frühlingssachen in Verwendung kommen. Ich habe jetzt auch noch sehr viele Wintersachen in Benutzung. Und ich bereue es schon, dass ich mir nicht irgendwas Frühlingshaftes, Frischeres schon ausgesucht habe. Das hier von Dermacol nämlich. Das war so geil. Das war so geil, das Duschgel. Die Verpackung ist mega scheiße von den Produkten, aber der Duft, das ist nämlich Apfelzimt gewesen. Der Duft war so geil. Oh mein Gott. Und wenn es das als Seife gibt, will ich das als Seife haben. Weil ich habe am Anfang mich nicht so damit anfreunden können und habe es dann ein bisschen in die Seife reingefüllt und als Seife war das mega. Als Seife war das mega, aber ich habe dann den Rest natürlich als Duschgel weiter aufgebraucht und das war so ein gutes Duschgel. Ich habe jetzt ein anderes. Ich glaube, das Orange Schoko habe ich, glaube ich, jetzt. Und deswegen wollte ich auch wieder nach Kleinhoxdorf, weil das gibt es bei uns leider nur in Kleinhoxdorf. Das sind diese Dermacol-Produkte, ich zeige es euch kurz näher. Oh, ich liebe das. Ich liebe es und es ist leer. Aber es passt doch nicht mehr so in die Jahreszeit, aber ja. Dann habe ich nochmal No-Straps aufgebraucht. Im Jänner habe ich ziemlich viele aufgebraucht. Dann habe ich zwei Masken leer gemacht von Balea. Diese Lavendel kann ich nicht mehr sehen. Ich hoffe, ich glaube, ich habe auch nicht mehr so viel Backups. Ich glaube. Dann habe ich die Vanilla Chai und Kürbis. Und die fand ich mega und die gibt es nicht mehr. Aber dann hätte ich mir da noch ein paar Backups gekauft von der. Weil die war wirklich gut und ich habe mir die nur leider zweimal genommen.
Dann habe ich hier ein Duschgel von Valer. Das fand ich aber nicht mehr so gut. Das war auch schon längst abgelaufen. Das war ein ganz, ganz altes noch, das Mandarine. War nicht so mein Fall. Na, das war nicht so mein Ding. Da war auch schon der Stöpsel kaputt, weil, schaut man sieht eh, weil mir das schon öfter aus dem Schrank geflogen ist. Und ich war froh, dass es leer ist. Ich habe es zwar gern irgendwie gehabt, aber ich weiß nicht, es war so ein Hass- und Liebe-Ding bei dem. Ich weiß nicht warum. Vielleicht weil es einfach schon zu alt war, dass es nicht mehr so gut war vielleicht. Aber ich brauche eh nicht mehr wirklich weiter drüber reden, weil das gibt es ja eh nicht mehr. Dann habe ich aufgebraucht gegen meine Rötungen. Das ist von Sanssouci eine CC. Die hat sogar eine leichte Farbe. Die fand ich mega. Jetzt, seit ich das nicht mehr habe, kommt mir vor, als wäre mein Max Factor Make-up zu hell. Seht ihr das? Mir kommt das zu hell vor. Aber ja, seit ich das halt nicht mehr verwende, kommt mir mein Max Factor zu hell vor. Und das ist aber relativ teuer. Und ich habe noch so viel Make-up. Eigentlich brauche ich nur ein dünkleres in das Max Factor reinmischen. Aber ja, wenn die Faulheit nicht wäre. Dann habe ich noch ein Nose-Strap. Gott, ich habe in letzter Zeit gar keinen gemacht und im Jänner habe ich zu viele gemacht. Dann habe ich hier ein Duschgel leer gemacht. Das war sehr gut. Das hat mir meine Freundin geschenkt, die schenkt mir immer so viele Proben und das war dabei und das war mega. Müsste ich eigentlich aufheben und sie fragen, wo es das gibt, weil das war wirklich gut. Dann habe ich aufgebraucht ein, oh, Brush Cleanser von Real Techniques, genau. Habe ich bekommen von der Arbeit, deswegen ist das da hinten so abkraxelt. Der war wirklich gut, aber der ist relativ teuer. Aber er war echt gut. Deswegen bin ich am Überlegen, ob ich ihn mir kaufe oder nicht. Aber er ist wirklich teuer. Dann habe ich noch eine Probe. Und zwar ist das Sunflower. Eine Haarkur. Ja, die war auch gut. Die war auch sehr gut. Aber das Problem ist, ich komme halt an die Sachen nicht ran und ich habe eh so viele Haarsachen noch. Dann habe ich Make-up-mäßig aufgebraucht diesen Stick von Love. Da ist die grüne Seite noch leer worden. Den fand ich gut, aber Love gibt es ja kaum noch. Und ich habe die von Sleek, die Palette, und die ist mir ein bisschen lieber als der Stick, weil der Stick war ein bisschen zu dick von der Konsistenz her und deswegen hat man den manchmal ein bisschen durchscheinen gesehen. Und die Sleek, die liebe ich, die Palette. Die ist Hammer. Viel besser als der Stick von Love. Hier habe ich nochmal Reinigungstücher von Pio Camille von Yves Rocher. Das ist das einzige Produkt von Yves Rocher, was ich mir immer wieder nachkaufen würde. Das einzige? Oh ja, weil mein Peeling gibt es ja nicht mehr. Also das ist eins auf jeden Fall, was ich immer wieder kaufen würde. Dann habe ich eine Probe leer gemacht von Versace und der Duft war echt gut, aber den gibt es nicht mehr. Den haben sie leider auflassen, der Venidas. Oh, witzig. Der heißt Venidas, cool. Erinnert mich ein bisschen an Kingdom Hearts, aber der war echt gut, der Duft. Der war wirklich gut, leider gibt es den nicht mehr. Und dann habe ich noch einen Mundspray leer gemacht. Das war der, der was im Spind war bei mir, weil ich jedes Mal nach dem Essen benutze ich, das habe ich euch ja eh schon erzählt. Und jetzt seit neuestem habe ich auch einen in meiner Handtasche und den benutze ich auch sehr oft. Also bin ich braver geworden, was das betrifft. Dann habe ich aufgebraucht eine Badebombe. Ich weiß aber leider nicht mehr, welche das war. Auf jeden Fall richtig voll. Geil. Ich glaube, das war die Dragon's Egg. Dann kann ich euch ein Foto einblenden. Wenn ich es noch habe. Na, ich glaube, ich habe keins mehr. Ah, das war auf meinem alten Handy. Ja, ich glaube aber, das war das Dragon's Egg und das war mega geil. Auf Instagram poste ich das eh immer, wenn ich Badebomben verwende. Also jetzt reicht's, oder? Wieder zwei No-Straps. Ich sag dazu jetzt lieber nichts mehr. Dann habe ich noch den Badezusatz von Bilou aufgebraucht, den Kirsche. Ja. Der war okay, aber der riecht irgendwie so wie ein ganz, ganz alter Kirschlipgloss, den ich früher mal hatte. Ist nichts Negatives, ich mag den Duft, aber ich glaube, ich bin zu alt für sowas. Aber okay. Und manche, also die Duschschäume zumindest, die vermischen sich so komisch mit meiner Haut. Das riecht dann überhaupt nicht gut, also ja. Aber dazu dann, wenn ich mal das Ding leer habe. Dann habe ich von Missoni eine Duftprobe aufgebraucht. Ich bin nämlich dabei, ein paar Proben aufzubrauchen. Also jeden Monat will ich drei Duftproben aufbrauchen. Was ein bisschen schwieriger macht, Originaldüfte leer zu machen, wenn ich das so mache. Aber dann kann ich wenigstens wechseln. Also ja, Missoni war eine davon. Der war auch nicht schlecht, aber ich würde ihn mir ehrlich gesagt nicht kaufen, weil ich habe so viele. Er war wirklich gut, aber ich glaube, ich habe sogar noch ein paar Proben, weil ich habe das damals zu Weihnachten, glaube ich, gekriegt, die Probe. Dann habe ich noch zwei.
Das sind so Winterdüfte, wie man sieht. Das ist von Calvin Klein, ein Duft Eternity. Und also man sieht ihn leider innen nicht. Das ist eine ganz, ganz dunkle Flasche. Und der war wirklich gut. Das heißt Eternity Intense. Und ich mochte den früher an mir überhaupt nicht. Und jetzt, seit ich den oben gehabt habe, fand ich den echt, echt gut. Aber mir wäre der zu teuer, den mir nachzukaufen. Er war gut. Er war, sagen wir mal, er war gut, aber er war jetzt nicht so ein Wow, dass ich mir den sofort nachkaufen würde. Anders wie beim Dolce & Gabbana The One. Der ist Hammer, der Duft. Und von dem kriege ich immer wieder, egal wo ich hingehe, eine Probe. Ich habe vor kurzem wieder eine bekommen. Und ich bin froh drüber, weil dann muss ich mein Original nicht anfassen. Aber ich habe nämlich das Dolce & Gabbana The One Essence, habe ich. Und ja, da bin ich echt froh, dass ich das dann nicht benutzen muss. Aber den würde ich mir sogar nachkaufen. Irgendwann mal, wenn meiner mal leer ist und wenn ich irgendwann mal weniger hätte, würde ich. Das wäre der einzige, wo ich sagen würde, okay, das Geld tut weh, aber ich würde, da kostet ja die Kleine schon 60 Euro, also das ist echt, echt teuer. Aber da würde ich mir dann, wenn ein Geschenkset oder so kaufen oder wünschen oder sonst was. Weil das ist mein Lieblingsduft. Aber der passt halt auch nur in den Winter, der passt jetzt natürlich nicht in diese Jahreszeit. Ja, das war's. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich habe irgendwie das Gefühl, es ist urwenig. In letzter Zeit bringe ich nicht so viel leer. Ich weiß nicht, was los ist, aber in letzter Zeit schaffe ich es nicht so, wie ich sollte. Steinigt mich nicht. Ja, ich hoffe, euch hat das Video trotzdem gefallen. Ihr könnt es mir gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr im Jänner aufgebracht habt, wo ihr stolz wart. Bei mir war es auf jeden Fall das Balea Duschgel, würde ich jetzt sagen. Ansonsten eigentlich eh nichts. Das Balea Duschgel, da bin ich echt froh, dass das leer worden ist. Ja, das war's. Ich hoffe, euch hat es gefallen und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bye!